Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal World Control RC. In diesem Video schauen wir uns mal die G500 Karo aus dem Hause Tamiya an. Diese Karo ist jetzt einzeln erhältlich. Hier vorne siehst du die Ersatzteilnummer. Bekannt geworden ist diese Karosserie von dem neuen Cross-Country Chassis CC02 von Tamiya. Dort war sie das erste Mal zu sehen. Schauen wir uns die Karosserie einmal an. Ich bin der Meinung, dass Tamiya die wirklich schönsten Lexan-Karosserien auf dem Markt derzeit hat. Die Detailgetreue ist wirklich total genial, wie immer. Selbst die Scheinwerferreinigungsanlage hier vorne ist hier nochmal so ein bisschen nachgebildet. Die Karosserie ist wie immer schön stabil, auch für Lexan-Verhältnisse. Wirklich total genial gearbeitet. So sieht das Ganze von hinten aus. Der neue G500 gefällt mir generell sowieso richtig gut, aber hier nochmal als Lexan-Variante einfach super gearbeitet, gefällt mir richtig, richtig gut. Was bekommt man zu der Karosserie? Und zwar natürlich Anbauteile. Wir haben hier vorne das Reserverad aus Hartkunststoff, zwei Spiegel auch aus Hartkunststoff, ganz charismatisch hier vorne die beiden Blinkeraufsätze, die man hier vorne immer auf der Motorhaube von der G-Klasse so kennt. Und hier haben wir auch nochmal Einsätze für hinten, dass man eine LED-Beleuchtung verbauen kann. Diese Hartkunststoffteile werden in der Regel nicht mit der PS-Farbe von Tamiya lackiert, sondern mit der TS-Farbe, da diese hier für diesen Kunststoff einfach ausgelegt ist. Des Weiteren haben wir hier, ja, ich nenne es mal so einen kleinen Beschlagbeutel. Dort sind Schrauben drin und auch nochmal Klammern, um die Anbauteile später befestigen zu können. Dann haben wir hier etwas, das finde ich bei Tamiya immer total genial, und zwar die Chromteile. Ich nehme das mal raus. Und wenn wir uns jetzt hier das Innere der Frontscheinwerfer anschauen, dann finde ich das einfach super genial. Das sieht mega scale-mäßig aus, das ist total realistisch. Das gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Und gerade auch für den Preis hier der Karosserie. Die bekommt man, ja, ich sag mal, ab 39 Euro bis hin teilweise auch zu 50 Euro, je nachdem, wo man das Ganze kauft. Dann hier nochmal der große charismatische Kühlergrill der G-Klasse, auch sehr, sehr schön. Des Weiteren haben wir hier eine schöne Anleitung. Dort wird einmal gezeigt, wie die Karosserie auch beim CC01 aufzusetzen ist, aber auch beim CC02. Und natürlich haben wir hier auch eine ausführliche Anleitung, wo welcher Aufkleber angebracht wird. Sehr, sehr schön. Gefällt mir bei Tamiya immer richtig gut. Kommen wir nun einmal hier zu dem Aufklebersatz. Wir sehen schon, dieser Aufkleberbogen besteht eigentlich hauptsächlich aus, ja, Fensterumrandungen, Dichtungen, Chromzierleisten, die wir hier an der Seite immer der G-Klasse haben. Ja, Scheinwerfer, irgendwelche Lüftungsgitter. Aber ansonsten war es das auch schon. Also wer jetzt hier irgendwelche Rennaufkleber oder sowas erwartet, der wird hier enttäuscht. Es ist einfach eine richtig schöne, klassische G-Klasse. Gefällt mir richtig gut. Und auch hier vorne nochmal diese Sticker für die Seitenblinker vorne, die hier aus Kunststoff sind. Sehr, sehr schön. Bin ich wirklich sehr gespannt drauf, diese Karosserie zu verarbeiten. Auf der Rückseite, das kennt sicherlich der ein oder andere auch, haben wir hier nochmal solche Aufkleber. Diese werden vor dem Lackieren auf die Fensterflächen aufgebracht von innen. Die Karosserie wird wie jede andere Lexan Body auch von innen lackiert. Und um einfach hier die Fenster nicht mit in Wagenfarbe zu lackieren, hast du hier nochmal spezielle Aufkleber dafür. Alles ganz bekannt. Ja, im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, es ist wieder eine sehr, sehr schöne Karo. Viele steigen um auf Hardbody. Ich bin so ein kleiner Lexan-Fan und muss sagen, finde ich total geil. Auch diese Karosserie wieder. Alleine die Lampen. Boah, da
kann man doch schon wieder Taschentücher rausholen. Also ich selber finde es total geil. Hier sieht man nochmal Spare Parts. Also wer sich für diese G500 Karosserie entscheidet, bekommt wirklich eine schön stabile Lexan Karosserie zu einem guten Preis mit tollen Anbauteilen, mit klassischen Aufklebern. Und ich denke, derjenige wird damit sehr, sehr viel Spaß haben. Wenn du wissen möchtest, wie es mit dieser Karosserie speziell weitergeht, dann schau doch mal auf meinem Kanal vorbei. Dort werde ich diese Karosserie auf ein MST CMX Chassis draufsetzen. Ich würde mich freuen, wenn du einfach mal vorbeischaust. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Bleib gesund, dein World Control RC. Thank you.